Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Corpse Party Book of Shadows. Wir werden jetzt wohl ein bisschen mehr über Sachikos Familie erfahren. Das muss Sachikos Vater sein, richtig? Aber wieso? Als wir uns im Zimmer umschauten, war es tatsächlich so, dass jedes einzelne Bild, auf dem der Mann erschien, ja, ausgeschwärzt war, sein Gesicht. Das ist ja mal gruselig. Oh, ach so, ich darf mich noch weiter umgucken. Ich dachte irgendwie, weiß ich auch nicht, was ich dachte, ist ja auch egal. Da oben ist so ein Altar. Nakashima-san, mite are! Schau mal dort oben, Nakashima. Are, omajinai no? Ist das nicht? Heya no ikkaku. Oh, hoch über der Erde war ein traditioneller Haushaltsschrein an der Wand montiert. Und darin war ein gut erkennbares Papierpüppchen. Oh oh. Naho-san. Eine Opfergabe, schätze ich. Es ist dort in diesem Schrein zusammen mit einem Spiegel, der die Form von Yata no Kagami imitiert. Das weiß ich jetzt nicht genau, was das bedeutet. Das muss die Puppe sein, die Nao mit sich, die Nao zurückgebracht hatte. Scheinbar war es für die Klassensprecherin nicht einfach gewesen, ihr ehemaliges Rollenmodel, also ihr Vorbild Nao, getroffen zu haben oder sich von ihr trennen zu müssen. Sie schien ein wenig verwirrt einen Moment lang oder abgelenkt. Und vor der Puppe im Schrein war ein quadratisches Stück Papier, das schon vergilbt war, auf dem handgeschrieben stand, die Anleitung für ein ziemlich bekanntes Ritual standen darauf geschrieben. Das heißt hier Geist in der Ewigkeit. Okay. Okay, man soll meditieren oder denken an seinen oder ihren Namen. Dann müssen die Gebete gesprochen werden, still. Ah, okay. In der Anzahl, also so häufig, wie die Leute, die die Opfergabe anbieten. Es muss einen Avatar geben, stellvertretend für die Opfergabe, die dann zerrissen werden muss. Zwischen denjenigen, die das Ritual durchführen. Wenn es korrekt durchgeführt wird. Ach so, es hat wirklich was mit den Ländereien zu tun. Aha. Okay. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu hoch, was da steht. Genau, das war die originale Form des Sachiko Ever After Rituals. Ah, okay, danke für die Erklärung. Das habe ich nämlich echt nicht kapiert, wie das gemeint war eben. Also hat Yoshie Sachiko als Opfergabe genutzt, um dafür zu sorgen, dass Heavenly Host der Land, also das, der Ort ihres Todes wird. Aber das muss doch geschehen sein, während sie noch am Leben war. Aber wieso? Was hat sie sich denn davon erhofft? Das ist ziemlich grausam, wenn sie das wirklich getan hat. Sie scheint sowas wie ein Safe zu sein. Und was ist das hier nun? Es schien ein Safe zu sein, der in der Wand befestigt war. Mit so einem Drehteil, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Naja, wo man die Zahlen einstellen kann und auch noch einen Panel mit Knöpfen von 0 bis 9. Dore? Lass mal sehen. Dore? Nanka kinko ppoi yo ne? Das sieht fast aus wie so eine Art
Ja, safe, nicht wahr? 適当に押してみたけど反応がない。 Wir versuchten auf die Knöpfe zu drücken, einfach irgendwie in irgendeiner verrückten Reihenfolge. Wir dachten, vielleicht hätten wir Glück, aber es passierte nichts. Und wir versuchten auch dieses runde Teil zu drehen. Ich weiß echt nicht, wie das heißt, aber es brachte auch nicht, kein Glück. Ah, okay. Es war sogar so, wenn wir das dann umdrehten, also diesen Verschluss, eine volle Rotation damit machten, ploppten alle Knöpfe, die wir gedrückt hatten, wieder heraus. Wir haben es hier also mit einem durch eine Kombination verschlossenen Safe zu tun, der umrahmt wird von Fotos von Sachiko, als sie noch am Leben war. Wenn Yoshie die Kombination festgelegt hat, dann können wir vermutlich davon ausgehen, dass es etwas mit Sachiko zu tun hat. Weißt du, du hast absolut recht. Es muss etwas sehr Simples sein. Wer auch immer diesen Safe benutzt hat, hätte doch etwas ausgewählt, was er nicht vergisst. Die Frage ist, was das sein könnte. Wir versuchten ein paar verschiedene Kombinationen basierend auf Homonymen, auf Reim, Schema und solchen Dingen. Ja klar. Das wird der Geburtstag oder so sein, denke ich mal. Aber jedes Mal, wenn wir den Verschluss drehten, hörten wir ein metallisches Geräusch und sahen, wie die Nummern wieder resettet wurden, also wie sie wieder heraussprangen, die Knöpfe. Sachiko, komm schon, denk nach. Wir haben es doch aus der Heavenly Host Elementary Leben zurückgeschafft. Es muss doch ein winziges Stück Wissen geben, das wir hier benutzen können. Was hatten wir denn überhaupt über Sachiko erfahren? Was Nummern anbelangt, war das Einzige, was mir einfiel, ihre ungefähre Größe. Und das funktionierte nicht. Wir konnten nicht einfach hier weiter wild Knöpfe drücken und auf das Glück hoffen. Wir mussten intelligent vorgehen. Vielleicht gab es hier irgendwo einen Hinweis. Es wäre vermutlich das Beste, sich im Zimmer noch ein wenig umzuschauen. Okay, wo könnte denn noch was sein? Es muss was Geschriebenes sein, denke ich mal. Aber hier hatten sie ja nicht gucken wollen, ne? Nee. Hier hinten ist auch nichts. Ich gucke nochmal hier bei dieser Kiste. Da ist ein kleiner Kimono in der Box. In der Größe für ein junges Mädchen. Der Stil sieht ähnlich aus wie jene, die getragen werden beim Shichigo-san Festival. Und deswegen war das hier ganz sicher Sachikos. Könnte denn hier noch was sein? Muss ich andere Bilder vielleicht anklicken? Ich probiere es mal. Fotografien. Okay. Oder hier? Ist das was anderes? Nee. Oder hier nochmal? Lalalala. Keine Ahnung. Ich sehe hier auch gar nichts. Kann ich denn trotzdem noch woanders hin? Oder? Ja, kann ich durchaus. Ich weiß noch nicht, ob es was bringt. Kommen wir hier eigentlich rein? Nee. Ich schau mal eben, ob wir hier noch irgendwo Dokumente finden, die irgendeinen Hinweis enthalten könnten. Ich drücke mich einfach mal schnell durch. Das ist das Bild. Hier sind Kisten. Das ist nur eine optische Illusion. Ein Schrank. Hey, ich hoffe, ich übersehe nichts. Das wäre sehr ärgerlich. Ich guck noch mal hier drüben. So. Ah, hier sind auf jeden Fall ein paar Bücher. Vielleicht haben wir hier ja Glück. Verflixt. Oder hier unten? Nee, ist das gleiche. Scheinbar. Oh. Ach nee. Oder? Der ganze Schrank? Nee, ist wieder das gleiche. Okay. Oder hier oben nochmal? Nein, ist wieder das gleiche. Nichts Interessantes mehr. Ja, ihr macht es mir auch nicht einfach, Mädels, ne? Hier ist der Stuhl.
Okay, ich weiß auch nicht. Die Stairs noch mal runter. Jetzt gehen wir doch die Stairs runter. Komme ich hier immer noch nicht rein? Scheinbar nicht. Wenn ich hier drücke... Oh, ins WC! Hm, wie einladend. Njam, njam. Es ist eine Bodentoilette im japanischen Stil. Alles ist total dreckig und es gibt Spinnenweben im Inneren. Hier ist Blut auf dem Boden. Es ist zum Glück alt und getrocknet, aber da fragt man sich schon, warum sich keiner die Mühe gemacht hat, das mal aufzuwischen. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Und hier haben wir noch ein... Ja. Jedenfalls sind da die tausende Körper von nicht identifizierbaren Insekten reingestopft in den Abfluss. Njam, njam. Also hier scheint nichts... Oh, was ist das denn? Okay, das Fenster ist wirklich sehr hoch positioniert. Man sieht nur den Nachthimmel. Kommt man hier durch? Nee. Okay, dann kommen wir bestimmt auch noch ins Badezimmer. Hui. Ja, Badezimmer in gruseligen Häusern. Juhu. Es ist ein alte... Achso, das ist, was man drüber macht, über eine Badewanne aus Holz. Ziemlich... Sieht so aus, als wäre es schon voll durchgerottet. Da sind mehrere Löcher drin. Okay. Oh. Ja. Und das hier ist die Badewanne, oder? Ja, tatsächlich. Mit einem Wassererhitzer daneben. Aber der Erhitzer ist auf jeden Fall kaputt. Und die Badewanne ist halb gefüllt mit grünem, stinkendem Wasser und Käfern. Ja. Wow, was? Schau nicht ins Wasser! Was? Yoshie Asatsuko dake janai. Koko seishinka no shinryoujou yatteita kara ironna rei ga takusan atsumatteru. Okay, Yoshie und Sashiko sind hier nicht die einzigen Geister. Dieser Ort wurde auch als psychiatrische Klinik genutzt. Also müssen wir uns vielleicht auch mit alten Patienten herumschlagen. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Ist das auch ein Fenster? Ja, in Richtung Mond. Und es lässt ziemlich viel Licht hinein. Überraschend viel Licht. Und ich darf nicht reingucken? Schade, ich hätte mich schon interessiert, ne? Ich hätte es mir angeguckt. Also kommen wir hier hin? Wir kommen hier hin, tatsächlich. Wir können uns das ganze Haus noch angucken. Na dann würde ich sagen, gehen wir... Keine Ahnung. Lass mal hier in den Flur noch rein. Ob hier irgendwas ist. Ist aber nur ein Flur scheinbar. Dann gehen wir mal in den Living Room. Mir war das gar nicht so bewusst, dass wir hier überall hinkommen. Ich dachte, das wäre zu, die Tür. Das ist ein kleiner Wohnzimmertisch. Ihm fehlt ein Bein. Neugierig durchsuchst du das umgebende Gebiet nach diesem hölzernen Bein. Aber es ist nirgendwo zu entdecken. Seltsam. Das hier sieht aus wie ein Kissen. Ja, das war mal ein Bodenkissen für Leute, damit sie sich darauf setzen an den Wohnzimmertisch. Aber der ganze Inhalt wurde entfernt und jetzt bleibt nur noch die Hülle. Da ist ein Zettel. Oh, was ist das hier? Ah, eine traditionelle Tatami-Matte, die man normalerweise in fast jedem japanischen Haus findet. Die wurde an die Wand gestellt. Scheint voller Käfer zu sein. Njam. Was haben wir denn hier? Bitte warte hier, bis dein Name aufgerufen wird. Bitte, nimm dir doch ein wenig Tee. Momentchen mal. Ich schätze, das ergibt Sinn. Yoshie hat schließlich in diesem Haus eine Klinik geführt. Ui. Mr. Yukimura? Hi. Ja? Was ist denn Ihr Problem? Puh, okay, er ist wieder weg, sein Glück aber auch. Hier sind verschiedene Medizinflaschen. Genau. Verteilt. Ist hier was anderes? Nee. Ist in der Kiste da was?
Nee, scheint nicht so zu sein. Hier ist noch so ein Kissen. Ah, ist aber das gleiche. Hier ist aber eine Kiste. Was haben wir denn da? Oh, Stücke von Stoffen wurden hier in die Box reingeschmissen. Da scheinen auch ein paar aufgerollte Zeitungen zu sein. Aber die sind voller Käfer. Am besten nicht berühren. Oh, bitte, Leute, ey. Da ist mal was Interessantes und dann geht ihr nicht ran, weil da Käfer drauf sind. Okay, hier sind wieder so die, man kann das wieder nicht aufmachen. Das ist wie festgeklebt. Die Schubladen. Keine Möglichkeit, es zu öffnen. Hier auch nicht? Ah, okay. Die lassen sich sehr einfach öffnen. Und scheinen in sehr gutem Zustand zu sein, in Anbetracht ihres Alters. Das Einzige darin sind jedoch alte Spielkarten mit Sternen, Kreisen und Dreiecken auf dem Rücken. Könnte doch auch interessant sein, oder? Ah, okay, diese alten Boxen sind gepackt mit verschiedenen Dingen. Unter anderem kleine Spielzeugringe und ein paar alte Yen-Scheine. Die Ringe sind quasi schon schwarz geworden mit dem ganzen Dreck und Staub darauf. Und das Geld ist auch nicht mehr in Ordnung. Was haben wir hier? Ach so, das ist das Gleiche. Da unten in diesem einen Fach, ist da was? Scheint nicht so zu sein. Was mit dieser total kaputten Wand? Okay, wenn man die Augen ein bisschen zusammenkneift, sieht es so aus, als wären die Löcher in der Shoji-Tür das Gesicht einer Person? Aber sobald du es gesehen hast, kannst du es nicht mehr unsehbar machen. Und der ganze Raum wird direkt gruseliger. Am besten nicht anschauen, echt. Sekunde mal. Also irgendwie fehlt mir scheinbar die Fantasie dafür. Ich erkenne da überhaupt kein Gesicht. Außer vielleicht da oben rechts, das da, aber... muss ich mir später nochmal anschauen. Gucken wir mal in die Kitchen. Was haben wir denn da? So. Oh, da ist ein Stück. Nee, doch nicht. Hier haben wir nochmal ein Schränkchen. Der Schrank ist voller kleiner Utensilien und ja, Teller und Tassen gefüllt, die von Jungen, also von Kleinkindern benutzt werden sollen. Auf jedem sind süße Katzen- oder Häschen-Designs drauf gedruckt. Das ist ja niedlich. Was haben wir hier? Das ist ein alter Gasherd wahrscheinlich. Die Oberfläche ist voller Ölflecken. Die Griffe zu diesem Schrank und zu diesen Schubladen fehlen. Aus dem Inneren kann man das Geräusch von umherlaufenden Bugs hören. Am besten zulassen. Käfer. Was haben wir hier? Ist das ein Eimer? In dem Schrank unter dem Abfluss befinden sich ein paar zusammengerostete Schüsseln, Töpfe. Auf jeden Fall ist der Geruch voll schlecht. So, hier haben wir den Abfluss da oben. Ja, total hinüber. Nach all diesen Jahren. Huch, was? Dieser Ort passt wirklich total zu diesem klassischen Geisterhaus-Gefühl, nicht wahr? Ich könnte wetten, wenn wir hier Fotos machen würden, dann wären überall Orbs zu sehen, also so helle Lichtkreise. Das ist alles? Das ist doch wieder ein... Ja, das ist wieder ein Wassererhitzer. Alles ist verrostet. Keine Chance, dass das noch funktioniert. Was ist das hier? Ah, das ist der Kühlschrank. Post, also nach der Icebox-Ära. Aber trotzdem nicht modern. Scheint total leer zu sein. Ist das hier auch der? Ja. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt haben wir überhaupt nichts gefunden, ne? Ist ja voll öde. Wir brauchen irgendeinen Hinweis auf Sashiko. Ja gut, vielleicht wird es ja erst dadurch getriggert. Getriggert? Dass wir uns hier die Sachen angucken. Das weiß ich jetzt nicht genau. Wir gehen hier mal nochmal hin. Ob hier was ist? Eigentlich nicht. Und hier kommen wir ja nicht rein, ne? Nee, leider nicht. Ich gehe mal zu den Stairs. Wow, das ging schnell. Und... keine Ahnung. Ich gehe nochmal hierher. Aber... hä?
wo kann ich denn hier was finden? Ich verstehe das nicht. Drück mal nochmal. Ah, was ist mit dem Kimono? Das war doch vom Shinto Shishigo Sun Festival. Ach klar, das sind ja Zahlen. 7, 5 und 3. Das Fünfjährige sind nur die Jungs, wenn ich mich korrekt erinnere. Und Sashiko war auf jeden Fall viel älter als 3 auf diesen Fotos. Also, wie wäre es, wenn Sashikos Alter so 7 ist? Also, ach so, dass sie nur 7 wirklich eingeben. Hey, ich hab's! Wow, gut gemacht, Nakashima. Das Ganze um den Safe herum mit der Wand öffnete sich wie so eine Geheimtür. Cool. Und da, wo die Kombination eingegeben werden musste, blieb das an der Stelle und war quasi wie der, ja, wie ein Türknauf jetzt. Geil. Oh mein Gott, hinter der kleinen Tür, eine Tür, die so klein war, dass wir krabbeln mussten, um hindurch zu gelangen, war eine lange Treppe, die in einen versteckten Untergrundraum führte. Spinnenweben und der Staub ist hier wirklich dick. Hey, komm schon, ich will auch sehen. Ist es so eine Art, ja, Raum, um Dinge aufzubereiten? Ich versuchte einen Blick darauf zu erhaschen, wo wir eigentlich gerade hineinkrabbelten, aber die Treppe ging so weit hinunter, dass ich selbst mit der Taschenlampe nichts erkennen konnte. Es war einfach zu dunkel. Also ist das ein versteckter Geheimweg, der nicht existieren sollte, in einem Gebäude, das nicht existieren sollte. Ich denke, dass der Gefahrenlevel jetzt hier wirklich ganz oben angekommen ist. Es fühlt sich so an, als wären wir gerade am Eingang zu einer Welt, zu einer Welt, die nicht Teil dieser Welt ist. Es passt schon. Die Klassensprecherin schaute mir direkt ins Auge. Ich hatte Angst, aber ich wusste genau, was sie sagen würde. Sie musste kein einziges Wort sagen. Selbst wenn das, was uns dort unten erwarten sollte, ein schreckliches Ende sein sollte. Wir standen an der Quelle der Antworten, nach denen wir so verzweifelt gesucht hatten. Wir wollten die Wahrheit des Fluches von Sashikos Shinosaki herausfinden. Das war das Tor zu einer neuen Welt. Wenn wir jetzt umdrehten, dann würden wir es den Rest unserer Leben bereuen. Und so schauten wir einander nur in die Augen und nickten. Wir waren bereit, hinabzusteigen, diese Treppe hinabzusteigen, in was auch immer uns dort unten erwartete. Ich glaube nicht, dass Nao es überhaupt so weit geschafft hat. Also sei vorsichtig, Nakashima. Sei aufmerksam und konzentriere dich, egal was geschieht. Sie hatte begonnen, die Treppe hinabzugehen, vor mir. Aber sie stoppte und schaute zurück, nach nur ein paar Schritten, um eine letzte Warnung auszusprechen. Ich nickte wieder. Das sind die gleichen Schritte. Hier ist wirklich etwas mit uns drin. Es wandert umher und es hört sich an, als wäre es im zweiten Stockwerk. Sie waren extrem nah. Es hörte sich an, als hätten sie genau außerhalb der, also vor dem Raum zu, nein, vor der Tür zu Yoshis Raum angehalten. Nur ein paar Fuß entfernt. Nakashima, Treppe runter, schnell! Okay. Aha, da ist der Geheimraum. Und so flohen wir beide durch die Geheimtür und hinab, die Treppe hinab. Keine Zurückhaltung mehr, keine Zweifel.
より一層老朽化が激しく、ミシミシ、パキリと折れそうな音を立てる。Die hölzernen Stufen knacksten unter uns. Sogar noch mehr als die der Haupttreppe. Es fühlte sich an, als könnten sie jeden Moment zusammenkrachen. 恐ろしいのをこらえて、ゆっくり一段ずつ降りていくと、やがてジメジメした地下室に着いた。Ein Schritt nach dem anderen schluckten wir unsere Angst hinunter und gingen einfach immer weiter, bis schließlich, endlich, wir in einem kleinen, feuchten Raum unter der Erde gelangten oder ankamen. Geht es dir gut? Hier ist eine Menge Müll auf dem Boden, also sei vorsichtig, wo du hinläufst. Okay. 真っ暗でよくわからないけど、委員長の懐中電灯でチラチラと照らされる地下室の内部には、そこら中にガラクタや本が散乱していた。Hier unten war keinerlei Licht, außer die zitternde Taschenlampe der Klassensprecherin. Und alles, was uns der Strahl offenbarte, war ein Durcheinander an Büchern und Müll. 机の上には山ほどの本やルーズリーフ、紙の資料、科学実験室にあるようなビーカーや三角フラスコなど。Mit einer Bewegung des Handgelenks schien die Taschenlampe dann wohl auf den Schreibtisch, auf dem ein chaotischer Berg aus Büchern, Notizen, Dokumenten und Flaschen war. まるで科学者が研究か実験でも行っていたかのような散らかり方だった。Es sah aus, als hätte hier irgendein verrückter Wissenschaftler Nachforschungen angestellt und verrückte Experimente durchgeführt. Was ist das? Sieht aus wie der Familienstammbaum von jemandem. Die Klassensprecherin näherte sich schnell dem Schreibtisch, weil ihr Interesse geweckt wurde durch eine kleine Ecke oder einen kleinen Teil eines riesigen Dokumentes, das auf der Oberfläche ausgebreitet war. Ich folgte ihr. Nakashima-san, ihm Akari ga shichiyou ne. Soko, Nokogiri no ha toka Kougo ga tsukue ni oite atte abunai yo. Gome ne. Chotto soko de mattete. Ach, du brauchst auch Licht, nicht wahr? Sorry. Da drüben ist ein Schreibtisch mit Sägeblättern und anderen scharfen Instrumenten. Also es ist ziemlich gefährlich. Bleib, wo du bist. Hä? Genealogische, ja, Chart ist ja so ein Diagramm oder ähnliches. Gifted Line, also eine Linie an Menschen, die besondere Fähigkeiten haben, weil Gifted ist ja... Hui, Hilfe. Ja, das ist wirklich ein Familienstammbaum, aber was bedeutet Gifted? Also, wie gesagt, Gifted bedeutet, dass sie wohl, ja, irgendwie eine besondere Gabe haben. Aber welche, das ist natürlich die Frage. Wir müssen leider erstmal aufhören, meine Lieben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Chaos Party Book of Shadows wieder. Und ja, dann werden wir wohl was erfahren. Also es scheint mir fast so, wir wären wahrscheinlich auch weitergekommen, ohne uns unten das Erdgeschoss noch anzuschauen. Aber ich denke mal, dass das ganz sinnvoll war, dass wir es noch gesehen haben. Weil jetzt nicht großartige neue Infos dazu kamen, aber naja, immerhin haben wir es uns angeschaut. Na gut, meine Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.